Meine Pläne, die ganze Welt zu retten, liegen vor, und nicht eine Seele werde ich einfach so aufgeben. Donnerstag, 26. Dezember 2013, 14.20 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, es ist mein Wunsch, euch allen in dieser Zeit Ruhe zu spenden. Meine Pläne, die ganze Welt zu retten, liegen vor, und nicht eine Seele werde ich einfach so aufgeben. Jedes einzelne Kind Gottes hat die Fähigkeit zu lieben. Selbst diejenigen, die von Gott getrennt sind. Jede Seele ist mit der Gabe der Liebe geboren, der Gabe Gottes, die in ihr wohnt, auch wenn sie ihn nicht erkennt. Liebe ist eine Eigenschaft, die von Satan gehasst wird, denn Gott ist Liebe. Jeder, der eine andere Person liebt, fühlt Freude in seinem Herzen. Liebe ist das natürlichste Gefühl und sie ist das, was das Licht Gottes am Strahlen hält in einer Welt der Finsternis. Satan wird die Liebe bei jeder Gelegenheit attackieren. Er wird sie von jenen wegreißen, bei denen er es kann, und er wird die Liebe durch viel Böses ersetzen. Wenn er das Sakrament der Ehe angreift, schwächt er die Liebe in jeder solcher Vereinigung, bis nur noch Hass bleibt. Er wird Freundschaften zerbrechen. Er wird Spaltung, Misstrauen und Hass hervorrufen, wann immer und wo immer er kann. Er ist die Ursache für Mord, Gewalttaten zwischen Menschen, Akte der Unterdrückung, Folter und Krieg. Wenn Satan das natürliche Gesetz der Liebe, geschaffen von meinem Vater, angreift, zieht er die Menschen in schreckliche Angst hinein. Sie werden keinen Frieden fühlen, wenn die Liebe in ihrem Leben fehlt. Sie werden anderen nicht vertrauen, wo es keine Liebe gibt, und wenn in der Seele eines Menschen Hass ist, wird er oder sie andere mit einer schrecklichen Grausamkeit behandeln. Hass kann niemals von Gott kommen. Hass kommt vom Teufel. Wer hasst, ahmt die Eigenschaften nach, die mit Satan assoziiert werden. Weil er Satan imitiert, wird der Mensch Hass oft mit einer süßen und lästigen Fassade tarnen. Sehr oft wird er, der andere hasst, sagen, um sie zu verwirren, dass sie nur aus Liebe sprechen, während sie anderen Schaden zufügen. Der Mensch, der hasst, so wie Satan, wird sich in Acht nehmen, seinen Hass zu offenbaren. Viele werden sagen, dass sie in gutem Glauben handelten, aus der Notwendigkeit heraus, ehrlich zu erscheinen. Dennoch kann jedweder Akt des Hasses niemals gute Früchte bringen, denn wie faulendes Fleisch wird er Verwesung bringen und dann den Tod der Seele. Liebe ist alles, was in meinen Augen zählt. Sei dessen versichert, dass all jene, die von Liebe erfüllt sind, entweder für andere oder für Gott, dass mein Wohlwollen bereits auf ihnen ruht. Denjenigen, die von Gott bevorzugt werden, wird große Barmherzigkeit gezeigt werden, durch mich. Diejenigen, die Hass in ihr Seelen haben, wird keine Barmherzigkeit gezeigt werden, falls sie sich in meinen Augen nicht retten. Ihr dürft nicht vergessen, dass Hass in irgendeiner Form, und vor allem, wenn er in meinem heiligen Namen ausgeführt wird, nur Trostlosigkeit der Seele bringen wird. Meine Liebe ist größer, als diese von einem Menschen empfunden wird. Sie übersteigt eure Vorstellungskraft. Aufgrund der Breite und Tiefe meiner Liebe zu euch werde ich jeden von euch mit meinem Heiligen Geist erfüllen. Meine Liebe wird die Liebe in euren Herzen hervorziehen, unabhängig davon, wie unbedeutend sie in der jeweiligen Seele sein mag. Also dürft ihr bitte niemals die Hoffnung aufgeben, dass ich der ganzen Welt das Heil bringen werde, denn meine Geduld ist endlos und meine Liebe ewig. Euer Jesus.